Meine Family, das sind meine beiden Töchter Aileen und Ayla. Mein kleiner Schatz Ayla ist 7 und mein großer Schatz Aileen ist 11 und hat die letzten 3 Jahre bei meinem Ex-Mann gelebt. Ich bin die Thülay und bin 30. Jetzt, seit ich beide Kinder habe, ist mein Leben perfekt, denn ich liebe es, Mama zu sein. Was sagt ihr zu unserem neuen Trank? Schön. Habe ich ganz billig gekriegt. Mama, aber guck mal, ich finde das hier und hier schön und das finde ich nicht so schön. Warum? Ich finde das schön. Wollt ihr mir helfen? Ja. Was willst du machen? Ich will innen drin sauber machen. Berlin-Kreuzberg. Letzte Handgriffe nach einem überstürzten Umzug. Mama Thülay brauchte eine größere Wohnung, weil ihre 11-jährige Tochter Aileen wieder bei ihr wohnen möchte. Seit der Trennung der Eltern vor 3 Jahren hatte Aileen bei ihrem Papa gelebt. Die Zeit, wo Aileen bei ihrem Vater gelebt hat, war sehr hart. Immer wenn sie da war, wusste ich, sie ist nur für 2 Tage da oder für eine Woche da. Und da war halt automatisch eine Sperre in mir. Ich konnte mich nicht wirklich öffnen, ich konnte mein Herz nicht öffnen und mein Kind wirklich reinlassen, weil ich einfach Angst hatte, wenn sie geht. Das waren jedes Mal 1000 Tode für mich. Doch jetzt ist alles anders. Papa hat eine neue Freundin und die 11-Jährige will wieder bei Mama leben. Es war stressig, von heute auf morgen irgendwie zu erfahren, dein Kind kommt jetzt zu dir. Das war erstmal das komplette Chaos. Wohnung suchen, packen, ausziehen, Wohnung finden, Schule finden, Freunde finden, neues Leben, oh mein Gott. Aber es ist wundervoll. Wir haben aus diesen kleinen Normalitäten oder Stresssituationen haben wir Abenteuer gemacht. Wir haben zusammen Wohnungen gesucht, wir haben zusammen gepackt, wir haben zusammen ausgepackt, wir haben zusammen geschleppt. Ah. Oh, ich glaube. Oh nein, die Scharniere ist viel zu groß. Ich wusste, ich muss erst die andere Seite. Plus 8,5. Langsam nervt das. Mama? Mann. Ich hab Hunger. Ich hab auch Hunger. Ich hab auch Hunger. Dann lass uns doch mal schnell machen. Helft ihr mir den Schrank schon mal wenigstens in die Position rücken? Mama, wieso essen wir denn nicht erst? Warte, dann mach ich den Korb raus. Welchen Korb? Da ist ein Korb drauf. Hinten? Ja. Wir schieben den Schrank jetzt dahin, wo er hin soll. Da war eine Schraube. Wir können ihn ja auch schon mal schmücken mit dem Inhalt, der da eigentlich rein sollte. Und ich guck mal. Guck mal, wie schick das aussieht. Ups. Sauber ist er. Das ist ein Traum für mich, der gerade in Erfüllung gegangen ist. Dass meine Große jetzt bei mir ist, mit der Kleinen zusammen. Das Dreamteam ist perfekt. Soll kommen, was kommen mag, und wir werden es rocken, sagen wir immer. Wir rocken das schon. Die eine quetscht. Geht's? Okay, so. Ich versuche jetzt mal, die Seite hochzuheben und ihr packt das Tuch da weg. Mama, ich hab Hunger. Oh nein, ja, hab ich vergessen. Okay, ich gehe den Tisch decken. Okay? Ja. Kommt ihr bitte essen? Jetzt wir drei, Aileen, Ayla, ich, das ist ein Traum, es ist einfach eine Erfüllung. Es wird gegeben und genommen und geteilt und gefressen und geliebt in vollen Zügen. Das ist ihr Begrüßungscheck. Das haben sie nicht von mir, ich kenne sowas nicht. Hier. Papa? Ja. Hallo? Hallo, Papa. Noch ist das neue Zuhause bei Mama ungewohnt, Papa, und Aileen vermisst ihren Papa. Regelmäßige Telefonate sollen der 11-Jährigen helfen, einen sanften Übergang in ihr neues Leben zu finden. Also, gleich, Papa, ich bin gleich im Badezimmer, da habe ich guten Empfang. Warte, ich setz mich jetzt. So, schimpf doch nicht. Manchmal würde ich schon gerne mithören, was sie redet, und aber auch wirklich, um die Zufriedenheit rauszuhören. Ich möchte wissen, ob mein Kind sich hier wirklich wohlfühlt.
Das ist für mich sehr wichtig. Erwischt. Aber nicht so lange, Schätzchen. Ne? Wir haben noch einen Auftrag. Ja? Ich mach das nachher mal. Meine Mama nicht. Papa, weißt du, was wir heute noch machen? Weißt du, was wir heute machen? Hör mir doch mal zu. Willst du nicht mit mir telefonieren? Ja, okay, tschüss. Nein, ist eh nicht mehr so wichtig. Ja, toll, Papa, ich wollte dir was erzählen. Ja, aber du sagst die ganze Zeit, du hast keine Zeit, du hast noch was zu tun. Dann habe ich auch keine Lust mehr, dir was zu erzählen. Du schreist mich gerade voll an. Ja, dann brauchst du nicht mit mir zu telefonieren. Tschüss. Sie vermisst ihren Vater sicherlich. Sie liebt ihn ja und es ist ihr Dad. Aber das alte Leben, denke ich, vermisst sie nicht wirklich. Das Gefühl habe ich nicht, weil ich mir halt viel Mühe gebe. Dass sie sich hier wohlfühlt, dass sie hier zu Hause ist, dass sie hierher gehört. Was war denn? Ich wollte ihm nur erzählen, dass wir heute noch was machen wollten. Und er hat mich angebrüllt und hat gesagt, ich habe heute noch was anderes zu tun. Wir telefonieren nicht hier umsonst. Ach, ist doch nicht so schlimm. Der ruft nachher wieder an und sagt, war nicht so gemeint, ich habe gerade zu tun gehabt, ich bin gerade Auto gefahren und das war so stressig, bla bla. Er ist aber nicht Auto gefahren. Nach einem Telefonat mit ihrem Vater, dann wird er halt wieder schön geredet. Ach, Papa hat bestimmt Stress oder Papa hat bestimmt heute einen schlechten Tag gehabt. Ach, Eileen, oh Baby. Aber meistens ist mir das dann auch irgendwo egal. Ich sag dann, hey Schatz, du weißt, wo du hingehörst. Ich bin da. Lass uns Schokolade essen, lass uns einen heißen Kakao trinken. Lass uns streichen, lieben, küssen und alles ist wieder cool und die Sonne scheint. In 2 Tagen steigt ein Willkommensfest für Eileen. Die Höhepunkte der Party werden bei heimischer Gurkenmaske besprochen. Welche Spiele wollen wir denn machen? Ich möchte Flaschen drehen und so Musik. Aber Flaschen drehen mit Mama ist uncool. Nein, ich weiß ganz genau, was beim Flaschen drehen hier, ne? Ich war vor gar nicht so langer Zeit selber mal Flaschendreher. Dann müssen die sagen, läuft nicht! Dann müssen die. Alles verboten, was unter der Gürtellinie ist. Wer sagt das? Der quiekt. Meltem sagt. Ihr müsst Jungen küssen? Ja. Ja, Jit hat vor Meltem die Hose runtergezogen und gezeigt. Piep, piep! Warum macht ihr denn sowas? Ihr seid in der 2. Klasse. Das haben wir nicht gemacht. Woher weißt denn du das? Was in ihrer Klasse abgeht? Warum weiß ich das nicht? Warum ist das an mir vorbeigelaufen? Ayla, seit wann erzählst du mir nicht mehr? Mama, komm! Nein, geh weg. Wir haben so unsere Special-Abende wie Beauty-Abend oder zusammen Tee trinken. Das ist einfach unser Special. Wir wissen, da sind wir zu dritt, da wird niemand reingelassen, da wird nicht telefoniert, da gehöre ich meinen Mädels, meine Mädels gehören mir. Und es gibt ihnen das Gefühl, Mama ist unsere Freundin. Mama, ja. Ich hab euch lieb. Ich hab euch auch ganz dolle lieb. Ich hab dich viel mehr lieb und alle lieb. Nein, ich hab euch viel mehr lieb. Ich hab am meisten alle lieb. Ich hab immer euch mehr lieb als ihr mich. Wer stresst wen am wenigsten? Du uns. Ich stress euch am wenigsten, oder? Also hab ich euch am liebsten. Aber wir müssen uns jetzt mal den ganzen Quark hier vom Gesicht und von den Händen aus, so schön das auch ist. Ei! 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 Ganz fein! Los, komm! Guck mal, hab ich ja los. Nimm mal wieder, Mama. Na los, mitkommen! Wow. Waschen! Ins Bett! Dass jeden Abend unter der Decke kuscheln und vorlesen, ist für uns ein Abenteuer. Wir lieben Abenteuer. Wir lieben das Anderssein. Es ist anders. Andere Mamis sitzen auf ihrem Stuhl, rattern ihre Geschichte runter. Und ich bin, wie heißt es so schön, mittendrin statt nur dabei.
Sie waren so riesig, dass sie die kleine Hütte ganz bedeckten und bis in den Himmel reichten. Wollen wir uns den Schluss mal zusammen basteln? Ich habe keine Lust mehr zu lesen. So, was denkst du, was findet Hans da oben? Ein Mann. Was denkst du? Was würdest du gerne da oben finden? Gold. Und du? Schokolade. Ich weiß, er findet so eine kleine Mädchen. Und wir kommen jetzt auch nicht weiter. Wollen wir jetzt mal ein bisschen aufhören zu lesen? Mann! Ich glaube, da bin ich ein bisschen egoistisch. Weil das, was ich vermisst habe, das, was ich mir gewünscht habe als Kind, das kriegen meine Kinder in Übermengen. Und das ist dann mein Egoismus, es ist meine Zufriedenheit, es macht mich zufrieden, es macht so viel ungeschehen von dem Leid, was ich früher, oder ich dachte, ich leide. Ich habe es vermisst und deshalb kriegen sie das jetzt so en masse zugeschaufelt. Ich hoffe, sie ersticken nicht daran. Jetzt bei We Are Family, Tränen im Supermarkt. Nesthäkchen Ayla ist eifersüchtig auf Eilens Willkommensparty.